Sag mir, dass du dumm bist, ohne dass du mir sagst, hä? Sag mir, dass du dumm bist, ohne zu mir zu sagen, dass du dumm bist. Ist okay, wenn ich im Helm bin? Ja. Nein? Normalerweise nicht. Aber ausnahmsweise? Nein, nein. Ich komm jetzt Polizei, kriegst du 90 Euro. Alter, unter der Brücke oder was? Soll ich jetzt zu Karls Haas gehen und ein f***ing Objektiv kaufen oder was? GG, man. Mexiko. Da fahren wir hin. Yo, liebe Freunde der Sonne, wie geht's euch? Mir geht's super. Ich habe mir für heute ein neues Format ausgedacht, den ich so noch nicht gesehen habe auf YouTube. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber es erlaubt mir, mehr Kommunikation mit euch zu haben. Denn meine Videos sind ja grundsätzlich so aufgebaut, dass ich Zusammenschnitte habe, wie ich meistens mit anderen Leuten interagiere. Und nicht wie die klassischen Motovlogs, wo man jetzt rumfährt und etwas labert, über irgendwelche Themen redet und so weiter. Wie ist das Format aufgebaut? Ganz einfach. Ich habe nämlich am Computer so eine Homepage gefunden, die es mir erlaubt, eine Random Location zu finden. Das funktioniert für die ganze Welt. Man hat auch die Möglichkeit, das zu begrenzen auf einen bestimmten Bereich. Das ist nur logischerweise bei mir jetzt Wien. Bei der ersten Randomized Location werden wir etwas kaufen. Egal wo wir hinfahren, egal was für ein Shop, beim nächsten Shop von dieser Location muss etwas eingekauft werden, ja? Und bei der zweiten Location werden wir das, was wir gekauft haben, der ersten Person verschenken. Also der ersten Person natürlich, die es auch annimmt, weil es kann ja sein, dass es jemand nicht annimmt. Randomize, das nehmen wir jetzt gleich. Ich mache einen Screenshot davon. Speichern. Ich schicke mir jetzt die Koordinaten auf mein Handy. Dann mache ich dort das Navi an und dann fahren wir auch hin. So, und jetzt mache ich noch eine Random Location. So, machen wir einen Screenshot von dem. Speichern das. Wir sehen uns am Motorrad, Leute. Haha, hast schon gedacht, Digga. Hi! Also, hier ist der Startpunkt. Hier mache ich mein Navi an. Dann fahren wir zum ersten Ziel hin und werden etwas Schönes kaufen. Für die Person, für die glückliche Person, die sich bei Ziel 2 befindet und beschenkt wird von uns, weil wir so nette Menschen sind. Ihr könnt mir in den Kommentaren irgendwelche Themen schreiben, über die ich reden soll oder Fragen. Also, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Da war jemand. Ich werde euch nicht beantworten, wie ich heiße, wo ich wohne, wie alt ich bin, etc. Spart euch das. So, ich habe mir hier schon mal die Koordinaten reinkopiert in die Notizen. Ich werde es mal ansetzen, hier draufklicken und ich verdeckt Start. Na, dann bin ich mal gespannt. Also ich hoffe ganz ehrlich, dass wir nicht mitten im Wald... Na geh doch, Mann! Eigentlich bin ich voll zufrieden mit diesem Quadlock, aber keine Ahnung, was gerade passiert. Ich bin vielleicht einfach zu dumm dafür. Hä? So, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wie lange fahren wir? 17 Minuten. Gerade ist nicht so viel Verkehr, also so nah wird es nicht sein. Ich habe jetzt kein wirkliches Thema für heute, beziehungsweise schon. Was, Bruder? Ich muss sagen, wir sind ziemlich sehr schnell von irgendwie 60 auf 100 und dann jetzt auf 200 gekommen. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert ist, um ehrlich zu sein. Ich hatte ursprünglich in Planung, ein 100-Abo-Special zu machen, aber ich wusste nicht, dass das dann so relativ schnell passiert. Deswegen, bis ich eine ordentliche Idee habe für ein 100-Abo-Special, es dann noch drehe, vergeht Zeit. Und wir sind jetzt schon mittlerweile auf über 200. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte auf jeden Fall für die ersten 100 etwas haben, ja. Ich kann leider nicht prüfen, wer die ersten 100 sind, weil YouTube leider nicht die Information weitergibt, außer ihr habt mich öffentlich abonniert. Und deswegen bitte ich euch, folgt mir auf Instagram. Die ersten 100, die sich auf Instagram abonnieren, die werde ich mir merken, beziehungsweise screenshotten logischerweise. Und irgendwann, wenn ihr meinen Content feiert und immer noch dran seid, habe ich auf jeden Fall etwas Nettes für euch geplant. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber wenn ihr meinen Content feiert und mich, werdet ihr euch auf jeden Fall freuen, das verspreche ich euch. Hoffe ich zumindest auch. Versprechen kann ich sowas nicht. Das ist das Organisatorische. Natürlich möchte ich mich bei euch mit großem Herzen bedanken dafür. Es ist natürlich nicht selbstverständlich. Ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der, keine Ahnung, 300.000 Abonnenten hat oder ähnliches. Aber no joke, Alter. Es ist jetzt schon viel wert für mich. Ihr müsst euch überlegen, ich war ein Kanal mit 0 Abonnenten, ja. Ich habe im Moment 0 Abonnenten. Und es ist vor allem am Anfang schwierig, Leute quasi zu überzeugen, rein zu abonnieren. Ich habe 5 Videos. Wo ist die Garantie für euch sozusagen, dass ich weiterhin Videos produziere? 100-Jahr Garantie! Aber wie ihr seht, ich bemühe mich quasi, jedes Mal, jede Woche ein Video hochzuladen. Es hat einmal nicht geklappt. Da war es halt am Montag da oder so. Aber da habe ich euch dann halt 2 Videos in der Woche geliefert. Durchschnittlich habt ihr immer ein Video pro Woche.
Ich weiß nicht, wie die Windgeräusche bei euch ankommen. Ich bin eher am Überlegen, einen zweiten Helm zu kaufen. Wenn, dann würde ich mir einen nehmen, der auf jeden Fall aerodynamisch besser ist, damit eben die Windgeräusche reduziert werden. Weil den, den ich jetzt habe, der belüftet quasi meinen Kopf sehr gut. Aber man hört halt alles. Ich habe zwar dieses Windding auf meinem Mikrofon drauf, schaut ähnlich aus wie mein Ratskopf. Ja, da ist er heute noch immer nicht da. Brivi, was machst du? Nimm ihn doch endlich mit, Mann! 11 Minuten noch bis zum Ziel und 6,5 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, es ist kein Erwachsenenshop direkt in der ersten Episode. Aber wenn es das ist, dann ist es das. Ich glaube, ich werde jetzt mal meine Fresse halten hier auf der Autobahn, weil es ist heute irgendwie windig. 12 seconds later. Das, meine lieben Leute, ist die weltberühmte Tangente. Sie tangiert zwar gar nicht an Wien, weil sie mittendurch vorbeigeht, aber sie heißt halt so. Niemand weiß, warum. Alter, nehme ich überhaupt auf? Ja. Alter, das wär's, wenn ich die ganze Zeit aufnehme. Hier, liebe Leute, könnt ihr einen kurzen Clip Chicksclan drehen. Ich komme nicht dazu, neben denen zu fahren, Alter. Ja, ich muss dann vorne abfahren. Wenn du das siehst, schreib mir. Was kann ich euch noch erzählen? Der Tag ist heute wunderschön. Was habt ihr heute so geplant? Ich treffe mich heute noch mit einem Kollegen. Ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich denke, das wird ein gutes Video mit ihm. Ein ziemlich lustiges, ein sehr unterhaltsames, ein jetzt halt ein Maul und ja. Ah ja, und lieber Zuschauer, sei nicht scheu, in die Kommentare zu schreiben. Gefühlt schreiben immer die gleichen Leute rein. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich antworte auch auf die meisten. Passt. Der ist safe über grün gefahren. Ich wollte mir gerade die Nase kratzen, obwohl man wie sie unten ist. Perfekt. Ich habe ja so ein TikTok gemacht. Zeig mir, dass du dumm bist. Das ist auch im Video zu sehen. Zeig mir, dass du dumm bist, ohne mir. Nein, sag mir, dass du dumm bist, ohne dass du mir sagst. Hä? Sag mir, dass du dumm bist, ohne zu mir zu sagen, dass du dumm bist. Könnte ich in jedem Video mindestens 2-3 solche TikToks machen. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht einschätzen, ob ich genug gelabert habe oder nicht. Das Ding ist, wenn ich mir so ein Thema ausdenke, das wissen meine Kollegen ziemlich gut, dann kann ich teilweise 4-5-minütige Sprachnachrichten schicken, Alter. Das ist eine. Dann kommt noch eine zweite, eine dritte, eine vierte. Und ich muss euch sagen, es ist ein Segen, dass WhatsApp endlich die Funktion gemacht hat, dass man Sprachnachrichten in erhöhter Geschwindigkeit abspielen kann. Digga, das hat so lange gedauert, aber das war so nötig. No joke jetzt. Und eine Frage, weil mir jemand das in die Kommentare geschrieben hat, dass er glaubt, mich mal gesehen zu haben, weil ich so gefahren bin. Und da wollte jemand fragen, an die Motorradfahrer unter uns, bin ich der Einzige, der das macht? Was ich mir eigentlich irgendwie nicht forschen kann, weil ich mache das hauptsächlich, um meine Reifen aufzuwärmen. Und weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, man 350 Meter. Alter, unter der Brücke oder was? Soll ich jetzt zu Carl Zeiss gehen und ein f***ing Objektiv kaufen oder was? Das Ding ist, das verortet mir einfach irgendeinen Punkt auf der Karte. Also es muss nicht auf einer Straße sein oder ähnliches, es ist einfach irgendwo. Wir fahren mal hin, erkunden mal, was dort zu sehen ist. Wo müsste ich da rechts? Okay, da kann ich nicht hin. Ja, auf jeden Fall Park and Ride ist da. Soll ich kurz parken oder was? Ja, dann würde ich sagen, ist das denn der erste Shop? Etwas Näheres gibt es da nicht, oder? Also das sind Büros. Also ich glaube nicht, dass es da etwas Näheres gibt. Ich würde mal sagen, wir fahren einfach davor, weil wir tanken eh nicht. Oder wir zahlen jemanden die Wäsche. Was kostet so eine Wäsche? Haben die keine Parkplätze oder sowas? Aber das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja keinem die Wäsche zahlen, weil ich muss ja das jemandem am Ziel zwar schenken. Schauen wir uns mal um, was es gibt bei dieser temporären Tankstelle. Ich denke jetzt aktuell eigentlich an einen Kinderüberraschungsjahr oder so. Irgendwas Lustiges. Also Lustiges. Hier gibt es leider nichts Lustiges. Deswegen, wir könnten ja auch in einem Baumarkt landen oder so und dann würde ich jemandem einfach einen Schraubenzieher schenken oder ähnliches. Ist es okay, wenn ich im Helm bin? Ist es okay, wenn ich im Helm bin? Ja. Nein? Normalerweise nicht. Aber ausnahmsweise? Nein, nein. Ich mache jetzt Polizei, kriegst du 90 Euro. Wie viel? Ich und du. 90? 90. Danke. Ich habe jetzt so ein Kinderjoy gekauft. Tankstelle war jetzt etwas unspektakulär. Aber mir ist dabei aufgefallen, wenn ich etwas Größeres kaufen möchte, brauche ich einen Rucksack und den habe ich heute nicht mitgenommen. Deswegen nächstes Mal nehme ich auf jeden Fall einen Rucksack mit. Jetzt gehen wir zur zweiten Location. Das machen wir jetzt genauso. Einsetzen, suchen, Start. So, wir fahren wieder ca. 18 Minuten. Alter, wie witzig wäre es, wenn wir einfach zurückfahren.
Über ein Kinderjoy freut man sich, glaube ich. Aber ich hoffe, nächstes Mal haben wir etwas Lustigeres. Wie gesagt, es könnte sein, dass wir direkt im Remax landen. Und dann muss ich mit den Leuten dort drinnen reden, dass ich etwas kaufen möchte. Oder bei einem Barber. Was wir dann machen, weiß ich nicht. Wir verkaufen ja meistens eh so irgendwelche Haargels oder ähnliches. Also irgendwas findet sich eh überall. Wenn wir zum Beispiel da treffen, da würde ich etwas Schönes für diesen jungen Mann kaufen. Ja, diesen Rock zum Beispiel oder diesen Latexanzug, wem auch immer das gefällt, er kann es haben. Oder wenn es die Markenküchen dort ist, dann gehen wir hin und kaufen halt eine Gabel und verschenken eine Gabel. Da fahren wir jetzt rechts. Wir befinden uns jetzt im 10. Wiener Gemeindebezirk. Da ist die Herndlgasse, links ist das Sonnenwindviertel. Da befinden sich viele neue Wohnungen. Das ist ein sehr süßes Motorrad. Das ist nämlich die Honda Grom, glaube ich. Hey! Und das ist jetzt genau der Fall. Wir fahren jetzt irgendwo am Rand von Wien. Ich weiß nicht mal, ob das noch Wien ist sogar. Hallo, lieber Motorradfahrer. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Also was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir dort stehen bleiben. Wir fahren hin, genau zum Punkt, also wenn das möglich ist natürlich. Und dann suchen wir die erste Person, der wir begegnen. Und die beschenken wir. Da wären wir genau an dieser Ecke. Ist schon fast wie GeoGuess, Alter. Das ist umgekehrt, das ist GeoFinder. Fragen wir den Autofahrer. Ja, fragen wir den Autofahrer. Entschuldigung. Nope. Ne, der möchte kein Kinderjoy. Entschuldige. Ich drehe ein Video, in dem ich Leute beschenke. An zufälligen Orten und ich wollte fragen, wollen Sie ein Kinderjoy? Ja, sicher. Moment. Für meine Kinder aber. Ja, die Kinder werden sich wahrscheinlich mehr freuen. Bitte sehr, dann schönen Tag noch. So, Jackpot. Der Herr hat Kinder. Da freuen sich die Kinder natürlich sehr über dieses Geschenk. Da war eine Glasfläche, da war eine Glasfläche. Lalalala. So, Freunde, es ist zu hell. Man sieht mich ein bisschen. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir, wie gesagt, auf die Kommentare, worüber ich nächstes Mal reden soll. Ihr könnt mir auch Fragen stellen, wie gesagt. Liken, abonnieren und die Glocke nicht vergessen, natürlich. Danke nochmal. Vielen Dank abschließend dafür, dass ihr da seid. Mein Content feiert, mich unterstützt, mich supportet. Kuss geht raus.